Ein Sprecher Barack Obamas hat die Abhörvorwürfe von US-Präsident Donald Trump gegen seinen Amtsvorgänger in scharfer Form zurückgewiesen. Weder Präsident Obama noch sonst jemand aus dem Weißen Haus habe jemals die Überwachung eines US-Bürgers angeordnet. Jede anderslautende Darstellung sei einfach falsch, twitterte Obama-Sprecher Kevin Lewis. Trump hatte am Samstag getwittert, Obama habe ihn vor der Präsidentschaftswahl im Trump Tower abhören lassen. Wie tief ist Präsident Obama gesunken, meine Telefone während der heiligen Wahlzeit anzuzapfen? Das ist Nixon, Watergate, ein böser oder kranker Typ, schrieb Trump. Trump nannte keine Quellen für seine Behauptung, allerdings hatten konservative Medien in den vergangenen Tagen entsprechende Meldungen verbreitet. So berichtete die konservative Website Breitbart am Freitag, wegen möglicher Kontakte zu russischen Banken habe die Regierung 2016 bei einem zuständigen Gericht einen Lauschangriff auf den Trump Tower beantragt. Nach US-Recht muss eine Abhöraktion von einem Bundesgericht angeordnet werden.